Herzlich willkommen zum dritten Wochenabschluss im Monat Oktober. Dieses Mal leider auch wieder etwas verspätet. Ich hatte leider am Sonntag keine Zeit. Ich war den ganzen Tag verplant, deswegen hatte ich leider keine Zeit, den Wochenabschluss zu drehen, aber heute ist es jetzt soweit. Wir schauen uns wieder an, was in der Woche so war, was ich gespart habe, was ich ausgegeben habe und schauen uns dann am Ende mal die Summe an von Woche 3. Dieses Mal habe ich alles eingetragen, was angefallen ist. Die Woche hat gestartet am 16.10. Und ihr seht, es waren wieder einige Ausgaben. Die waren zum Glück nicht so hoch wie in der vorigen Woche. Aber trotzdem wird eine schöne Summe zusammenkommen und das werde ich jetzt mal zusammenrechnen. So, das waren insgesamt 71 Euro. Also im Vergleich zu den anderen beiden Wochen ist das natürlich eine wahnsinnig gute Zahl. 162,50 und 230,50 und hier jetzt die 71. Also das ist weniger als die Hälfte von Woche 1 und weniger als ein Drittel von Woche 2. Also da sind wir schon mal richtig gut. Jetzt schauen wir mal, was auf der Sparenseite steht. Das waren hier 15 Euro und 2 Euro sind 17 Euro. Ist zwar nur minimal mehr als in den anderen Wochen, aber es ist mehr, das heißt, ich will mal nicht so sein. ich wurde in einem Video gebeten, noch mal kurz zu erklären, wie sich denn hier so meine Tabelle zusammensetzt. Das kann ich natürlich gerne machen. Es ist so, dass diese Übertragsspalte hier eigentlich irrelevant ist diesen Monat. Ich habe die Tabelle 1:1 übernommen von meinem Tagesbudget-Experiment und da war der Übertrag wichtig, weil ich von dem jeweiligen Tagesbudget ja einen Teil oder auch das komplette Budget auf den nächsten Tag übertragen konnte. Das fällt hier natürlich weg, weil sich das Budget ja immer hier, also wenn sich das Budget verändert, wird es direkt auch hier im Feld Budget eingetragen. Deswegen würde hier zweimal das Gleiche drinstehen. Deswegen ist diese Spalte hier eigentlich nicht relevant. Ich habe die jetzt aber einfach mal stehen lassen und einfach immer einen Strich reingemacht, damit ich nicht nochmal eine neue Tabelle machen muss. Also im Grunde haben wir hier vorne das Datum drin stehen. Ich habe gestartet mit 560 Euro für den kompletten Monat. Das steht auch hier oben nochmal. Mein Monatsbudget sind 560 Euro. Die errechnen sich daraus, dass ich von meinem Nettogehalt alle Fixkosten abgezogen habe. Also in die Fixkosten fallen rein mein Anteil an der Miete, mein Anteil an den Nebenkosten und verschiedene Versicherungen und Fitnessstudio-Beitrag und ein Kredit, den ich abbezahle und was fällt da noch alles rein? Ja, also meine ganzen fixen Anteile an unseren Kosten. Also wir haben die ganzen Fixkosten aufeinander auf das zwei Personen aufgeteilt, je nachdem, wie viel wir eben verdienen, auch prozentual aufgeteilt. Und dann übernimmt eben mein Freund Kosten wie Sprit oder auch wenn irgendwelche größeren technischen Kosten anfallen oder wenn wir essen gehen oder so, zahlt er das meistens. Und dafür übernehme ich die Kosten für unsere Lebensmittel und unsere Pflegeprodukte und dergleichen. Also das wiegt sich in etwa auf, deswegen ist das schon in Ordnung, so wie es ist. Genau, dieses Budget ist theoretisch den ganzen Monat verfügbar. Ich kann jederzeit auf den Betrag, der hier vorne steht, zugreifen. Das heißt, ich hätte es theoretisch auch sagen können am 1. Oktober, ich nutze die vollen 560 Euro und, keine Ahnung, buche mir einen Flug nach wo auch immer ich hin möchte und habe dann eben für den restlichen Monat nichts mehr übrig, was natürlich wenig Sinn ergibt, aber es wäre möglich gewesen. So habe ich jetzt immer die Ausgaben vom jeweiligen Tag von dem Budget abgezogen. Das ist mein Restbetrag und den habe ich dann auf den nächsten Tag übertragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ausgabe hatte, hatte ich dann auch die Möglichkeit, etwas in meine Spartöpfe zu packen. Das habe ich dann hier in der Spalte Sparen eingetragen. Die Spartöpfe zeige ich euch gleich nochmal. Und dieser Betrag wurde dann genauso wie die Ausgaben von meinem Budget abgezogen, weil es eben nicht mehr im Budget vorhanden war. Hier hatte ich zum Beispiel einen Tag, da hatte ich 528 Euro noch restlich, habe nichts ausgegeben, habe mich entschieden, 10 Euro in den Spartopf zu packen und so waren es noch 518 Euro Rest und die wurden dann auf den nächsten Tag übertragen. Und so habe ich das den ganzen Monat über gemacht bisher und habe dann immer hier meine ganzen Ausgaben aufgeschrieben nochmal, damit ich eben nochmal nachvollziehen kann, wofür die Ausgaben waren. Und am Ende jeder Woche habe ich hier eine Summe gebildet aus den Ausgaben der Woche und aus den Sparsummen der Woche. So, dann habe ich hier meinen tollen
meine tolle Mappe. In dieser Mappe habe ich verschiedene Spartöpfe gebildet. Also ich habe hier einen Spartopf für meine Katzen. Die 10 bedeutet, dass ich hier meistens 10-Euro-Scheine reinspare. Hier unten hatte ich auch schon einige 20-Euro-Scheine reingespart. Die sind aber mittlerweile auch schon wieder raus, weil ich beim Tierarzt war letzte Woche und eine Impfung anstand. Hier habe ich einen Geburtstagsspartopf, das spare ich für Geburtstagsgeschenke. Hier spare ich für Weihnachten, also Plätzchen backen und ebenfalls Geschenke. Hier spare ich für meinen Garten, da ist momentan nichts drin. Den habe ich letzte Woche aufgelöst, den Spartopf, weil ich verschiedene Beerensträucher für meinen Garten gekauft habe. Wieder zumachen. Hier spare ich für Ostern. Hier für meinen nächsten Sprachkurs, der sich alle 3 bis 4 Monate erneuert. Hier für den Urlaub, da ist noch gar nichts drin. Und für unser langfristiges Ziel, das Haus. Ob das jetzt ein Haus wird oder eine Eigentumswohnung oder sonst irgendwas. Oder auch, keine Ahnung, vielleicht in der nächsten Wohnung die neue Küche. Das wird sich zeigen, aber das ist auf jeden Fall für die Wohnsituation gedacht. Die 5.000 ist auch eine fiktive Zahl, die habe ich einfach mal so eingetragen. Natürlich kann man von 5.000 Euro weder ein Haus noch eine Wohnung kaufen. Das ist mir durchaus bewusst. Alles, was nicht in diese Beträge reinpasst, also hier habe ich nur volle Euro-Beträge drin und das Minimale sind 4 Euro, was in der Oster-Challenge ist. Alles, was kleiner ist, packe ich hier in die Kleingeld-Challenge. Die wird dann am Ende einer Woche in einen anderen Spartopf reingepackt. So, jetzt hatte kurz mein Band gestoppt, weil meine Karte voll war. Ich weiß nicht, wo es gestoppt hatte. Hier habe ich auf jeden Fall meine Spartöpfe aufgeführt. Da wird jedes Mal eingetragen, wenn ich eine Ausgabe oder eine Einzahlung in den Topf habe. Meistens sind es hier Einzahlungen. Hier letzte Woche habe ich 108 Euro rausgeholt, eben wegen der Impfung der Katzen. Das ist für die Geburtstage. Da sind momentan nicht so viel drin, weil ich einiges rausgeholt habe, schon für verschiedene Anlässe. Hier habe ich für Weihnachten meistens habe ich nur eingezahlt, weil Weihnachten war ja noch nicht, logischerweise. Den Gartenspartopf habe ich, wie gesagt, letzte Woche aufgelöst, weil ich verschiedene Sachen gekauft habe. Genau, und so wird das Ganze hier fortgeführt. Ja, das ist so das Prinzip. Das ist hier mein Restgeld für den Monat noch, was ich jetzt für die letzten 9 Tage noch zur Verfügung habe. Und genau, das ist so mein Prinzip. Ich hatte mir für diesen Monat, also ich setze mir gerne immer so ein Sparziel. Im August ist es relativ gut gelaufen. Da hatte ich die Hälfte des Monatsbudgets gespart. Also das war richtig gut. Im September war es dann etwas weniger, weil ein paar geplante Ausgaben anstanden. Da hatte ich dann auch das Wochenbudget genutzt und nicht das Tagesbudget. Und im Oktober habe ich mich jetzt auf das Monatsbudget mal zum Testen eingegroovt. Das heißt, ich habe einen festen Betrag und kann jeden Tag ausgeben, so viel ich will. Beim Tagesbudget ist es so, dass ich jeden Tag eine feste Summe habe, die ich ausgeben kann oder sparen kann, mehr nicht. Ist natürlich eine Sache, die mich sehr eingeschränkt hat, aber ist auch eine Sache, die mich sehr unterstützt hat beim Sparen, sage ich mal. Und das Ziel war diesen Monat, weil ich wusste, dass sehr, sehr, sehr viele auch höhere Ausgaben anstanden, wie zum Beispiel hier, als wir auf eine Hochzeit eingeladen waren, wo wir auch übernachtet haben. Und da wusste ich, dass hohe Ausgaben anfallen. Hier diese Sachen waren zum Teil geplante Ausgaben. Das hier wusste ich, dass das anfällt. Also da war mir klar, dass ich diesen Monat nicht so viel sparen kann und habe mir dann mal ganz großzügig das Ziel 50 Euro sparen gesetzt. Jetzt gucken wir mal, wie viel es aktuell sind. Diese 115 Euro habe ich jetzt mal in Klammer gesetzt quasi, weil das etwas ist, das nicht von meinem Budget stammt. Das habe ich zusätzlich bekommen, quasi als Taschengeld. Da kriege ich manchmal von meinem Opa was, manchmal von meinem Papa was und das sind dann 115 Euro dieses Mal gewesen, relativ hoher Betrag, so viel ist es normalerweise nicht. Und momentan sind wir dann beim reinen Sparen vom Budget bei 38 Euro, das heißt theoretisch würden noch 12 Euro fehlen, dann hätte ich mein Sparziel erreicht. Ich denke, dass es durchaus realistisch ist, dass ich in den nächsten 9 Tagen noch 12 Euro zu sparen schaffe. Die ein oder andere Ausgabe steht noch an. Ich muss mal gucken, wie viel dann von den 58 Euro tatsächlich noch übrig ist. Aber ich denke, mein Sparziel sollte ich erreichen und ich plane auch im November ein etwas höheres Sparziel wieder anzusetzen. Und ja, also das Monatsbudget war jetzt in diesem
Monat unabdingbar, weil ich mit dem Tagesbudget auch nicht mehr gespart hätte. Also ich wusste ja, was so an Ausgaben ansteht, aber hat halt die Sache auch nicht wirklich begünstigt. Aber wer weiß, ob etwas anderes das begünstigt hätte. Genau, das war jetzt so der Überblick über Woche 3 mit einer kleinen Erklärung für mein Vorgehen. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch immer gerne in den Kommentaren. Ich erkläre gerne nochmal, wie ich so vorgehe. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Tagesrückblick. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bis bald.